Hi Leute, willkommen zurück hier bei Dragon Age Origins. Hättet ihr gedacht, dass es nochmal wieder weitergehen würde? Ich habe immer mal wieder dran gedacht, aber ich kam bisher einfach nicht dazu. Aber ich habe jetzt Bock, ich habe heute Zeit, ich will direkt mehrere Folgen aufnehmen und möchte mich jetzt dem Kampf noch einmal stellen gegen diese ganzen Untoten, die hier gerade auf uns zugerannt kommen. Wir sind hier in Radcliffe, für alle, die es nicht mehr wissen, ist ja wie gesagt einige Monate her. Und ich kann leider aktuell die Gruppe nicht wechseln, weil das kann man wahrscheinlich nur außerhalb des Kampfes, macht Sinn. Aber ich habe das letzte Mal gespeichert, als wir gerade erst in Radcliffe angekommen sind und dann halt erst zu Beginn dieses Kampfes, was eine schlechte Idee war, muss ich ja offen gestehen. Aber ich denke mal, dass wir das auch so irgendwie schaffen werden mit unserem Team. Denn eine der wichtigsten Änderungen, ich habe jetzt tatsächlich mal die Schwierigkeit auf leicht gestellt. So wie ihr auch gesagt habt, dass das vielleicht bei meinem Spielstil doch die bessere Wahl wäre. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir auch so mit unserem Team das hier schaffen. Und ich habe auch Morrigan noch ein paar, also noch ein Level abgeben können. Das habe ich bestimmt beim letzten Mal auch gemacht. Aber ich habe ihr jetzt das Heilen gegeben. Das heißt, wenn es doch irgendwie brenzlig wird in unserem Kampf jetzt, kann sie uns auf jeden Fall heilen. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Da sieht man das auch. Das gibt sogar einen mittelgroßen Teil der Gesundheit wieder. Also sehr, sehr nützlich. Und ja, ich habe außerdem das Audio ein bisschen geändert. Deswegen, wenn es irgendwie ein bisschen zu leise oder zu laut sein sollte, ich schaue halt nach der Folge nochmal, wie es aussieht und werde das dann nochmal ein bisschen nachjustieren. Aber ich hoffe, dass das so einigermaßen passen sollte. Es sollte jedenfalls eigentlich nicht zu laut sein. Aber ja, lasst uns mal losgehen. Ich habe auch die Taktik geändert. Lina und Liliana sind jetzt Schläger. Also, dass sie halt eher so in den Nahkampf gehen. Morrigan habe ich ja zur Heilerin gemacht und danke zum Kriegshund, dass sie halt auch so ein bisschen ihre vorgefertigten Mechanismen haben, was sie machen. Und ich bleibe auf Lina drauf, weil ich das halt persönlich lieber so spiele. Okay, gucken wir mal. Lass uns mal ein bisschen abwarten, wo die ganzen Gegner so hingehen. Oh oh, nicht gut. Ich mag es nicht, wenn mich jemand fokust. Das muss halt eigentlich nicht sein. Das muss halt eigentlich echt nicht sein. Können wir vielleicht mal den angreifen? Wartet mal. Du solltest eigentlich schon weg sein, ne? Du solltest schon Nahkampfangriffe machen. Sehr gut. Oh, und der nächste steht sich an. Okay. Kann man natürlich so machen. War jetzt zwar nicht der Plan, aber ist okay. Ist okay so. Und ich versuche auch so ein bisschen mehr von hinten anzugreifen. Die Gegner von hinten zu nehmen. Klingt falsch. Weil mir das auch gesagt wird, dass das ja ganz gut ist. Vor allem, wenn wir hier im Nahkampf angreifen. Dass wir vielleicht da mal so versuchen, ein bisschen taktischer vorzugehen. Oh nein, einer ist gestorben. Oder? Ich glaube, einer unserer Verbündeten ist gestorben. Oh ja. Mit der Blutleiche. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Und Duncan hat ein Level abbekommen, wie es aussieht. Das ist ganz gut. Okay, der greift mich an. Dann muss ich eigentlich eher auf den gehen. Aber bisher sieht es bei unseren eigentlich ganz gut aus. Komm. Ich finde es schön, wie der Gegner an mir vorbeigelatscht ist, um dann doch zum anderen zu gehen. Irgendjemand betäubt doch unsere Gegner die ganze Zeit. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht kann mir ja jemand von euch sagen, wer das ist. Oh, ist sie das vielleicht sogar? Weil ich glaube, das wurde mir auch gesagt, dass irgendjemand, dass Morrigan auch betäuben kann. Finde ich auf jeden Fall spannend. Aber das ist definitiv, diese Kämpfe sind für mich zu krass. Hä? Hatten wir nicht immer Untertitel? Aber okay. Ja, Ritter, zeig mir sofort den Weg. Das Spiel ist eindeutig zu verwirrend für mich, um das alles verfolgen zu können. Okay, ich würde dem Hund wahrscheinlich mehr Konstitution geben. Bisschen Klugheit wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und Lina können wir auch nochmal hochleveln. Das ist natürlich gut. Bisschen mehr Konstitution, Geschicklichkeit und Willenskraft finde ich gut. Und wir können noch eine Fähigkeit geben. Was macht denn Verstohlenheit? Lass mich mal schauen. Sich den Blicken anderer zu entziehen, das ist ja eigentlich ganz gut. Aus der Verstohlenheit heraus angreifen. Zwei Waffen. Zwei Waffenausbildung können wir natürlich auch machen.
verursacht mit der Zweitwaffe annähernd normalen Schadensbonus. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Zwei Waffen Streich. Ich habe schon Bogenschießen ausgebaut. Ja, lass uns mal zwei Waffen Ausbildung wählen. Weil ich scheine damit ja ganz gut angreifen zu können. Ich laufe einfach mal so. Das geht, glaube ich, einfacher. So. So, wir haben uns für eine Spezialisierung qualifiziert. Okay. Dadurch, dass wir mit zwei Händen gespielt haben, mit zwei Handwaffen oder was. Oh, da sind sie. Okay. Okay. Ja, dann sollten wir hingehen, ne? Die anderen kommen ja hinterher, oder? Ja, ja, die anderen sind alle auch auf dem Weg. Das ist doch schon mal gut. Gut. Aber hey, ihr kommt doch eigentlich echt gut klar hier gerade. Man merkt den, ich finde, man merkt stark den Schwierigkeitsunterschied zwischen leicht und mittel, oder? Oh, Gruppeninventar. Wollte ich den jetzt gerade angreifen? Nicht angreifen mit Clown oder was? Bin mir gerade unsicher. Will ich gerade seinen Freund angreifen? Sein Leichenfreund? Keine Ahnung. Genau, das passt doch ganz gut. Gehen wir mal zu der Leiche hier noch. Hey, nicht wegrennen! Hey! Nicht wegrennen, Leiche! Hey! Danken! Hinterher! Hinterher mit der Leiche! Das geht ja wohl nicht. Na gut, der wollte wahrscheinlich nur den da angreifen, aber das sah ein bisschen aus, als würde er abhauen. Wir lassen hier keine Leichen entkommen. Wir lassen hier bestimmt niemanden entkommen, ey. Duncan macht das auch sehr gut. Uns geht es eigentlich allen ganz gut. Morrigan geht es vielleicht nicht ganz so gut. Ich werde mal kurz sie einen Heiltrank nehmen lassen. Genau. Dann fühlen wir wohl, sie vielleicht... Oh. Kannst du sie mal heilen? Warte. Kannst du sie heilen? Danke. Das wäre super. Wir können uns auch noch mal kurz heilen. Und dann können wir weitermachen mit unseren Angriffen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Genau. Greift ihn mal hier schön an. So muss das... Da rennt schon wieder einer weg. Ah, die rennen einmal alle nach oben zu dem einen Typen da. Die wollen immer den da angreifen. Ich weiß auch nicht. Ja, zu viert gegen den einen war halt auch nicht besonders fair, ne? Deswegen sind sie wahrscheinlich zu dem hingegangen. Wir wollten den wahrscheinlich umzingeln, damit sie den fertig machen können. Okay, heile ich nochmal. Ich weiß, wir könnten uns auch für Morrigan heilen lassen, aber... Ah, wobei, wäre vielleicht besser, aber das hat jetzt nicht viel gebracht. Morrigan, kannst du nochmal? Hallo, du solltest sie heilen. Hast du sie gar nicht geheilt? Ach, das ist die Olle. Okay, sorry. War das. Ich dachte, es wäre meine gewesen. Die sehen aber auch sich viel zu ähnlich, ne? Ich finde, die sehen sich ein bisschen zu ähnlich, um die gut auseinanderhalten zu können. Die ist ja schon wieder fast down. Was ist denn mit der? Was macht die denn die ganze Zeit, dass sie stirbt? Na, so gut sieht es jetzt nicht mehr aus mit unserem Kampf. Obwohl wir auf leicht sind. Ich war, glaube ich, ein bisschen abgelenkt. Nee, du gehst jetzt down. Und du auch, bitte. Komm, wir schaffen das. Es sind nicht mehr viele. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht mehr die ganze Zeit noch Leute nach. Weil so langsam reicht's dann auch. Okay. Können wir alles mitnehmen? Ich habe nicht das Gefühl, dass die besonders viel haben, aber immerhin, was man hat, das hat man, ne? Der Morgen dämmert und wir haben die Nacht überlebt. Der Sieg ist unser. Yay. Und obgleich der Sieg viel gekostet hat, müssen wir bedenken, dass wir alle nicht hier stünden ohne den Heldenmut der guten Leute neben mir. Danke, werte Dame. Der Erbauer hat auf uns herabgelächelt, als er euch in unserer dunkelsten Stunde zu uns geschickt hat. Ja, es gibt noch viel zu tun, Ben Tegan. Aber trotzdem verdienen diese Menschen doch eine kleine Feier. Noch ist Zeit dafür. Beugen wir das Haupt und ehren wir all jene, die ihr Leben bei der Verteidigung von Red Cliff lassen mussten.
Murdoch von Radcliffe, Bürgermeister und geliebter Vater, wir ehren euch. Ihr und so viele, die hier ihr Leben lassen mussten, geht mit ihm. Hauptsache der Hund sitzt da. Möge der Frieden seiner Liebe euch lange begleiten. Ich schweige. Wenn der Erbauer es zulässt, erlaubt unser heutiger Sieg, dass ich ins Schloss vordringe und unseren Aal suche. Seid wachsam und achtet auf Zeichen neuer Angriffe. Wir kommen so bald wie möglich mit Neuigkeiten zurück. Nun, vergeuden wir keine Zeit mehr. Trefft mich bei der Mühle. Dort können wir weiterreden. Ja, da sollten wir wohl mal hingehen. Oh Mann, aber lief nicht so gut wie erwartet, aber ähnlich. So, ich werde aber mal Leelana entfernen. Ah, okay. Und Alistair reinnehmen. Ja, schon ein bisschen besser mit ihm rein. Und ne, jetzt ist Morrigan halt auch eine Heilerin, das ist ganz gut. Wir haben mit dem Huni nochmal einen Nahkämpfer. Ich meine, er ist doch eigentlich auch ein Nahkämpfer eher, ne? Ah, der ist eher so ein Schildtyp, ja, ja. Der sollte ja eigentlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, oder? Mit seinem Schild. So tanke ich. Weiß ich nicht. Wäre zumindest eine Idee. Aber ja, dann, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen nochmal zur Mühle hoch, ne? Die ist da hinten, okay. Dann lass uns da nochmal hingehen. Ich meine, können wir nochmal ein bisschen Sachen verkaufen? Kann man das hier drin? Ich bin mir gerade unsicher. Ich weiß halt nicht mehr, wo Sachen sind. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist für mich mindestens genauso lang her wie für euch. Eigentlich sogar noch ein bisschen länger, weil ich die letzten Folgen halt ineinander aufgenommen hatte. Aber wir gehen jetzt einfach mal nach oben und machen die Quest weiter. Und dann kann ich mich später nochmal orientieren. Die Grafik sieht schon, also wenn ich mir das so anschaue, sieht halt schon ein bisschen mies aus, ne? Halt, ich weiß nicht, halt auch, als ich Skyrim gespielt habe und danach dann Enderal gespielt habe, ich finde, es macht schon einen riesen Unterschied aus, ob hier irgendwie alles kahl ist und halt auch so, ne, das Terrain ist halt so ein bisschen, geht so. Aber wenn hier jetzt überall Pflanzen wären, würde es so viel besser aussehen, aber dadurch, dass alles so kahl ist, sieht das relativ traurig aus eigentlich, so die Umgebung. Naja, so ist das halt. Kann man bei dir was verkaufen? Oh, wie traurig ist's, an all den Tod hier zu denken. Aber wir haben entgegen aller Erwartung das Dorf gerettet. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Ich bleibe hier, beschütze das Dorf und warte auf die Rückkehr der anderen Ritter. Zumindest bis das Schloss wieder unser ist. Moment. Ich habe eben mal die Untertitel wieder angestellt. Ich wusste gar nicht, dass die ausgestellt sind. Und ich habe auch mal den Dialog ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, er ist nicht zu laut, aber wir gucken mal. Das Schloss sieht von hier seltsam ruhig aus. Als wäre überhaupt niemand mehr drin. Ich sollte keine Zeit mehr verlieren. Mein Plan war, ins Schloss zu gehen, sobald das Dorf in Sicherheit war. Es gibt einen Geheimgang hier in der Mühle, der nur meiner Familie zugänglich ist. Warum seid ihr nicht gleich ins Schloss gegangen? Naja, gut, weil halt, ne, die Stadt nicht sicher ist. Aber warum sagt ihr das nicht früher? Ihr wärt dann ins Schloss gegangen, anstatt im Dorf zu bleiben. Ja. Und wir brauchten Krieger. Es tut mir leid, wenn ich beim Atem des Erbauers. Wer ist das denn? Tegan, dem Erbauer sei Dank, dass du noch lebst. Isolde, du lebst? Wie bist du? Was ist passiert? Keine Zeit für lange Erklärungen. Ich habe nach der Schlacht das Schloss schnellstmöglich verlassen und muss in Bälde zurück sein. Und du musst mit mir zurückkehren, Tegan. Allein. Warum denn? Ja, das wird als Erklärung nicht genügen. Was? Ich... Wer ist diese Frau, Tegan? Ist das deine neue Liebhaberin? An mich erinnert ihr euch doch, Lady Isolde? Alistair? Bei allen... Warum seid ihr hier? Das sind graue Wächter, Isolde. Ich schulde ihnen mein Leben. Verzeiht. Was hatten wir nochmal gemacht? Ich würde ja Höflichkeiten austauschen, aber angesichts der Umstände... Der ist schon ungeduldig. Bitte, Lady Isolde. Wir wussten nicht, dass im Schloss noch jemand lebt. Wir brauchen Antworten. Ich weiß, Erklärungen sind vonnöten, aber ich... Ich weiß nicht, was ich ohne Gefahr erzählen kann. Tegan, im Schloss ist etwas sehr Böses.
Die Toten erwachen und jagen die Lebenden. Haben wir gemerkt? Der verantwortliche Magier wurde ergriffen, aber das hat die Lage nicht verbessert. Und außerdem wird Connor wohl wahnsinnig. Wir haben überlebt, aber er will das Schloss nicht verlassen. Er hat so viel Tod gesehen. Du musst ihm helfen, Tegan. Du bist sein Onkel. Auf dich hört er vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Das erklärt trotzdem nicht, warum er alleine mit ihr gehen muss, warum wir nicht mitkommen können. Genau, warum habe ich das Gefühl, dass sie uns nicht alles erzählt? Wie? Wie bitte? Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung. Nicht, wenn es wahr ist. Etwas unfassbar Böses hält meinen Sohn und meinen Mann als Geiseln. Ich bin hier, um Hilfe zu erbitten. Was wollt ihr noch von mir? Aber ich verstehe nicht, was du mit dem Bösen meinst. Hat das die wandelnden Leichen geschaffen? Was ist es? Von einem Zauber des Magiers. Dadurch können Eamon, Connor und ich am Leben bleiben. Die anderen hatten weniger Glück. Es hat viele getötet und ihre Leichen zu wandelnden Albträumen gemacht. Und als es im Schloss fertig war, machte es im Dorf weiter. Es will, dass wir leben. Aber den Grund kenne ich nicht. Es hat erlaubt, dass ich dich hole, Tegan, weil ich darum gebettelt und gesagt habe, dass Connor Hilfe braucht. Okay. Das klingt echt alles sehr suspekt. Das klingt sehr suspekt für mich. Warum muss Tegan alleine gehen? Genau. Wegen Connor. Ich habe zugesagt, schnell zurückzukehren und nur Tegan mitzubringen. Warum? Tegan. Natürlich kannst du deinen Männern befehlen, mir ins Schloss zu folgen. Ich bitte dich nur um Connors Willen, es nicht zu tun. Okay, meine Idee wäre, er geht mit ihr zusammen halt über den offiziellen Weg zurück und zeigt uns vorher aber, wie man durch den Geheimgang, durch die Mühle ins Schloss geht und dann kommen wir halt einfach sneaky mit rein. Das wäre eine Idee. Okay, wir müssen entscheiden, wie wir vorgehen. Der König ist tot. Wir brauchen meinen Bruder jetzt dringender als je zuvor. Ich kehre mit dir ins Schloss zurück, Isolde. Oh, dem Erbauer sei Dank. Sei gesegnet, Tegan. Sei gesegnet. Okay, welchen Sinn soll das haben? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann Isolde nicht allein zurückgehen lassen. Vielleicht kann ich Connor oder Eamon helfen. Vielleicht ist es eine Falle. Aber es geht um meine Familie. Ich muss es versuchen. Ich hege nicht die Illusion, dass ich allein mit dem Bösen fertig werde. Aber ihr habt euch als wahrhaft beeindruckend erwiesen. Isolde, entschuldigst du uns einen Moment? Wir müssen kurz etwas besprechen, bevor ich mit dir ins Schloss zurückkehre. Das finde ich gut. Ich warte bei der Brücke. Weiß ich nicht, die haben so wie Lover gewirkt auf mich. Und ich kenne ja auch die Story nicht mehr. Hier also mein Vorschlag. Ich gehe mit Isolde. Nice. Und ihr gelangt über den Geheimgang ins Schloss. Mein Siegelring öffnet die Tür. Vielleicht kann ich das Böse im Schloss ablenken. Damit steigt eure Chance, unbemerkt hineinzugelangen. Was haltet ihr davon? Ja, den Plan finde ich sehr gut. Ich weiß halt nicht, wie er es überstehen wird, aber halt Hauptsache, wir kommen dann auch ins Schloss hinein und können da dran irgendwie was machen. Das finde ich klingt gut. Die Olle, also Isolde, ihr Kind und der Mann, Aal Eamon, sind im Schloss gefangen. Und wir versuchen, die zu retten und das Böse zu besiegen. Richtig? Das ist der Plan, glaube ich. Und das ist die Hintergrundgeschichte, die wusste ich nicht mehr. So, was genau soll ich machen, wenn ich drin bin? Wenn ich das nur wüsste. Aber ich weiß genauso wenig wie Isolde über diese böse Macht. Okay, Sir Perth und seine Männer können am Schlosseingang nach Gefahren Ausschau halten. Wenn ihr die Tore von innen öffnet, können sie rein und euch helfen. Es gibt wohl niemanden mehr, der euch helfen könnte. Wenn ihr nicht geht, ist es an mir, mein Möglichstes zu tun. Hier ist mein Siegelring. Er öffnet das Türschloss in der Mühle. Was immer ihr tut, das Wichtigste ist Eamon. Bringt ihn raus, wenn es sein muss. Isolde, ich und alle anderen, wir sind entbehrlich. Okay, natürlich seid ihr entbehrlich. Verstehe, ich tue mein Bestes.
Ihr seid eine gute Frau. Der Bauer hat auf mich herabgelächelt, als er euch nach Radcliffe geschickt hat. Ich kann nicht länger warten. Ich sage euch zum Abschied Lebewohl. Und viel Glück. Gleichfalls. Ah, finde ich gut. Finde ich gut, dass wir den gleichen Plan haben. Dann lasst uns mal in die Windmühle reingehen. Okay. Bin sehr gespannt, was uns hier wohl im Untergrund erwartet. Wahrscheinlich mehr Kämpfe. Oh, Spinnweben. Bitte keine Spinnen, danke. Ah, da geht's wieder nach oben. Ich habe mich als Kind mal selbst in einem Käfig eingesperrt. Einen ganzen Tag lang. Schöne Zeiten damals. Sehr gut, Alistair. Sagt sie nichts dazu? Okay. Oh. Natürlich sind da irgendwelche Gegner. Was hat er nochmal für eine Taktik? Verteidiger. Ja, das klingt gut. Ja, lass uns mal reinrennen. Was macht ihr denn? Zornige Tote. Greif den an. Sehr gut, machst du das. Mir macht der große Raum daneben ein bisschen Sorge. Da sind doch bestimmt auch Gegner drin. Hallo? Wer ist da? Lebt da draußen noch jemand? Hi. Wartet. Ihr seid keine Wache der Alessa. Kommt ihr von außerhalb des Schlosses? Seid ihr der Magier, den Lady Isolde erwähnt hat? Wobei, nee, ich würd ihm nicht vorschlagen, wer er sein könnte. Ich sage, möglich, wer seid ihr? Ich heiße Jawin und bin ein Magier, den Lady Isolde als Hauslehrer für ihren Sohn Connor eingestellt hat. Und dann kam ich in diesen Kerker. Warum? Was habt ihr getan? Das wisst ihr nicht? Ich dachte, jeder wüsste das. Ich habe Arl Eamon vergiftet. Und warum sollte ich euch nicht sofort töten? Ich bin verdächtig, ich weiß, aber mit den Kreaturen und den Morden im Schloss habe ich nichts zu tun. Als das anfing, war ich schon eingekerkert. Lady Isolde kam mit ihren Männern her und verlangte, ich solle es rückgängig machen. Ich dachte, sie sprach vom Gift und dem Arl. Da hörte ich zum ersten Mal von den wandelnden Leichen. Sie dachte, ich hätte einen Dämon beschworen, um ihre Familie zu quälen und Radcliffe zu zerstören. Sie ließ mich foltern. Ich konnte nichts tun oder sagen, um sie zu beschwichtigen. Ich sollte hier verrotten. Okay, warum habt ihr Eamon vergiftet? Es war ein Befehl von Taryn Loghain. Es hieß, Arl Eamon sei eine Bedrohung für Ferelden. Und wenn ich das erledigen würde, würde Loghain mein Problem mit dem Zirkel klären. Ich bin ein Malefiker, ein Blutmagier. Ihr? Ein Blutmagier? Wirklich? Das hätte ich nie gedacht. Ja. Ein Blutmagier. Also das ist gar nicht gut. Nee. Ich widmete mich verbotenen Künsten und wurde dafür zum Tode verurteilt. Ich dachte, Loghain gibt mir die Gelegenheit, meine Untaten zu sühnen. Er hat mich hier im Stich gelassen. Alles bricht zusammen und ich bin verantwortlich. Irgendwie muss ich das wieder in Ordnung bringen. Ja. Hat er euch selbst angeheuert? Ja, als mich die Templer gefangen hatten, brachten sie mich nach Dannerim, wo ich hingerichtet werden sollte. Dann besuchte mich ein einzelner Mann. Es war der Taryn. Ich hatte schon Gemälde von ihm gesehen. Ich dachte, ich würde hingerichtet, aber er sagte, ich könnte mein Verbrechen sühnen und dem Land dienlich sein. Ja, natürlich sagt Loghain das. Warum genau ist Arl Eamon eine Bedrohung? Er sagte nur, dass Arl Eamon eine Gefahr für die Nation sei. Warum sollte ich Taryn Loghain nicht glauben? Ja, warum sollte man ihr auch nicht glauben? Das ist doch der Arsch, oder? Selbst das weiß ich nicht mehr. Aber irgendwie, Taryn Loghain klingt wie ein Name, dem ich nicht trauen würde. Ich weiß auch nicht. So, warum wollt ihr denn unbedingt alles wieder gut machen? Darf ich nicht bereuen? Ich habe im Zirkel einen dummen Fehler begangen. Und der Fehler jetzt war noch viel größer. Ich bin kein schlechter Mensch. Ihr glaubt mir das sicher nicht, aber es ist so. Ich muss meine Tat wieder gut machen. Ich muss es versuchen. Okay. Connor zeigte erste Anzeichen.
Lady Isolde hatte Angst, der Zirkel der Magie brächte ihn zur Ausbildung weg. Connor? Ein Magier? Das glaube ich nicht. Sie suchte einen abtrünnigen Magier von außerhalb des Zirkels, der ihrem Sohn insgeheim beibrachte, seine Begabung zu verbergen. Ihr Gatte wusste davon nichts. Ja, weil das auch immer eine gute Idee ist, wenn ein Kind besondere Fähigkeiten hat, sie zu verbergen und sie zu unterdrücken, anstatt, keine Ahnung, tatsächlich lernen, mit ihnen umzugehen. Vielleicht ist dann ihr Sohn für all das verantwortlich. Das dachte ich auch schon. Connor weiß nicht viel über Magie, aber er könnte möglicherweise den Schleier zerrissen haben. Ist der Schleier vor dem Nichts zerrissen, können Geister und Dämonen ins Schloss eindringen. Sind sie mächtig, würde das die wandelnden Leichen erklären. Ja. Warum hat Isolde solche Angst davor, dass ihr Sohn ein Magier wird? Scheinbar nur, weil sie nicht will, dass ihr Kind zur Ausbildung weggebracht wird. Weil er weggebracht würde. Ja. Für immer. Ein Magier kann keinen Titel erben. Nicht einmal der Sohn eines mächtigen Aals. Oh. Außerdem ist sie sehr fromm. Ein magiebegabter Sohn ist eine Erniedrigung für sie. Interessant. Magiebegabt zu sein ist was Schlechtes für die Leute? Okay. Wie viel Magie habt ihr Connor beigebracht? Ein wenig, aber er ist noch sehr jung. Er kann nur ganz schwache Zauber wirken. Sicher nichts Mächtigeres. Zumindest nicht absichtlich. Ja. Wie gesagt, vielleicht hat er den Schleier versehentlich zerrissen. Wenn er überhaupt etwas damit zu tun hat, ich weiß es wirklich nicht. Das wäre zumindest eine sinnvolle erste Vermutung, dass es an dem Kind liegt. Dass das Kind halt eben zur Ausbildung weggebracht hätte, weggebracht werden sollen. Wie auch immer man das richtig sagt. Ja, okay. Naja, ich verstehe. Es sollte nie so enden, das schwöre ich. Lasst mich euch jetzt helfen. Der Kleine könnte uns noch nützlich sein. Wenn nicht, lasst ihn gehen. Warum soll er hier gefangen bleiben? Hey, hey, er ist immerhin ein Blutmagier. Ihr könnt nicht einfach einen Blutmagier freilassen. Also lieber umbringen, ihn für seine Entscheidungen bestrafen? Spricht da Alistair oder der Templer? Der gesunde Menschenverstand. Wir kennen noch nicht mal die ganze Geschichte. Gebt mir bitte eine Chance. Naja, wir können ihn ja mitnehmen. Also, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, wie krass Blutmagie ist, ob wir ihn trotzdem in Schach halten können, so mit Morrigan. Morrigan passt auf ihn auf. Und dann, also sie ist quasi dafür verantwortlich, wenn er Mist baut. Und dann muss sie natürlich auch ihn in Schach halten. Weil ich kann mir vorstellen, Morrigan ist wahrscheinlich am ehesten die, sie ist ja auch magisch, die irgendwie ihn in Kontrolle behalten kann. Das würde ich wahrscheinlich machen. Ich kann euch nicht lebend hier lassen, auch nicht schön. Wie wollt ihr es denn in Ordnung bringen? Ich will alle retten, die noch da oben sind. Irgendwas muss ich doch tun können. Und was passiert danach? Danach? Werde ich eingesperrt, hingerichtet oder was mit Leuten wie mir eben gemacht wird. Ich will nicht mehr vor dem Zirkel davonlaufen. Ich muss für meine Vergehen einstehen. Das wäre lobenswert, sofern es stimmt. Freut mich, dass ihr es so seht. Was nun? Komm, lassen wir ihn raus, das ist mehr Spaß. Ihr lasst mich raus. Und dann? Mitkommen. Ja, natürlich mitkommen. Oh, müssen wir dann mit in der Gruppe haben? Wahrscheinlich ja, ne? Oh, würde ich dann Duncan rausnehmen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich möchte helfen, aber ich bin nicht sicher, ob ich euch in eine derartige Gefahr folgen will. Warte. Ich dachte, er will die Leute retten. Hä? Jetzt verstehe ich. Ich dachte, er wollte die Leute im Schloss retten, aber er will nicht mit uns mitkommen, weil das zu gefährlich für ihn ist. So, WTF, was hat er stattdessen vor? Ja, dann Bettler sollte nicht so wählerisch sein. Kommt mit oder bleibt hier? Ich werde warten, falls ihr es euch anders überlegt. Ich bin hier. Okay. Nicht mein Problem. Halt, so was war das denn jetzt? So halt, ich dachte, er will helfen und dann will er doch nicht helfen? Keine Ahnung. F5 ist Schnellspeicher, sehr gut. Okay. Ha.
Na gut, dann hätten wir das mit dem schon mal geklärt. Ich würde sagen, wir machen hier das nächste Mal weiter. Ich bin sehr froh, dass es jetzt weitergeht. Mit leichter Schwierigkeit sollten wir auch ein bisschen besser klarkommen. Wobei wir eben gesehen haben, dass auch das nicht so ultra easy peasy ist. Aber das wird schon. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und freut euch auf mehr Dragon Age Origins hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.